Moin, Nora. Moin, moin und hallo. Das muss ich schnell mal zeigen, ne? Guck mal hier. Eins, zwei, drei, vier Paar Schuhe. Fünf. Plus. Sechs. Plus. Fünf, sechs. Oh. Also wenn ihr mal ein Wohnmobil abholt, ne? So beim Händler, denkt dran, sechs Paar Schuhe sind ein Minimum, ne? Ja, das ist heute unser Thema. Wir haben gestern Emma abgeholt. Bertel steht drin, ich draußen, wie man sieht. Und die Geschichte dazu erzählen wir euch jetzt. Viel Spaß dabei. Auch von mir ein morgendliches Moin und Hallo. Wo sind wir hier? In Schachtholm am Nordostseekanal. Ich setze mich erst mal. Oh, mein Tisch. Da muss man natürlich aufpassen. Ja, was macht man, wenn man ein Wohnmobil abholt? Man packt Koffer, man könnte auch vorher schon ein Paket schicken zu dem besagten Händler oder auch vielleicht bei den Privatleuten, wo ihr kauft. Immer fragen, geht alles, haben wir nicht gemacht. Wir haben zwei Koffer gepackt, einen Rucksack und eine Fototasche. Ja. Stühle haben wir nicht mitgenommen, das wäre zu viel gewesen. Dann ach, Stuhlgeschichte, alles klar. Ja. So, und die ganze, während der ganzen Zugfahrt, wir haben gestern Nachmittag ausgeschlafen. Gestern um 3.10 Uhr hat der Wecker geklingelt, aufgestanden, wunderbar Zug gefahren bis Flensburg, wurden toll abgeholt, hatten eine kleine Stadtrundfahrt. Dann ging es zum Händler und zur Übergabe. Wir begrüßen euch aus Flensburg, Handewitt von Scandic Nordic Reisemobil. Da holen wir nämlich heute unsere Emma. Hier haben wir gekauft und hier hat uns der Frank Mellentin betreut. Das ist hier der Top-Verkäufer in Handewitt. Ne? Er lacht schon, der Kopf von da. Naja, wir sind total aufgeregt und happy. Ja. Der Wagen steht hier da wie eine Eins. Luftfeder ist eingebaut worden hier bei Scandic Nordic. Und wir sind völlig happy, dass der Wagen da ist. Jetzt geht's zur Übergabe. Ja, genau. Ja, danke Frank, dass du uns in Flensburg vom Bahnhof abgeholt hast. Wir haben ja jetzt 4,5 Stunden Zugfahrt hinter uns. 10:50 hat der Wecker geklingelt. Ja, und da steht unser Schätzchen. Leute, guckt es euch an. Ist das nicht klasse geworden? Ja, mit Klang. Wir erwecken jetzt den Crossover mit Sechszylinder zum neuen Leben. Ne? Und führen ihm seiner Zweckbestimmung zu. So soll es sein. Ja, und schade, dass der Ronny nicht da ist. Das ist ja der Chef vom Janssen, ein Däne. Genau. Und das ist das, was uns hier unheimlich gut gefallen hat. Alles Hücke. Wir haben ja einige wissen ja, wir haben ja da nicht die besten Erfahrungen gemacht. Ne? Wir sind hier auch ganz anonym hergekommen. Wir haben ja nicht erzählt, dass wir YouTuber sind. Wusstest du nicht, bis Bertel dann... Nee, ich ne? war dann glaub so, ich war so pfiffig, habe eine E-Mail geschrieben, Absender Camperklatsch. Und dann ist natürlich Frank gleich aufgesprungen. Richtig, und hab gesagt, Freunde, wisst ihr, was hier los ist? So schlimm? Nein. Wir haben alles so gemacht wie immer, wie du schon sagst. Ja. Wir haben einen sehr freundschaftlichen Ton, auch mit unseren Kunden. Wir versuchen, alles möglich zu machen, was geht. Nicht immer alles ist möglich, aber ich denke, wir gehen doch immer im Guten auseinander. Wir haben uns hier sehr, sehr wohl gefühlt, sehr und gut Hücke. Betreut gefühlt und vor allem Hücke. Hücke ist ja der dänische Begriff, ne, für... Man kann es auch als ruhig und entspannt die Dinge angehen betrachten. Und das lieben wir ja so an Dänemark, ne? Genau. Dieses entspannte Hygge sein. Und so lief auch hier der Verkauf ab. Genau. Ohne Stress, völlig entspannt. Ja. Frank hat immer wieder gefragt, ne? Was er machen kann, damit wir zufrieden sind. Sag ich, Frank, wir sind doch zufrieden. Ja, ganz ungewohnt für uns, aber toll. Ganz ja, es ist bei uns eben Unternehmensphilosophie, solange wir das Fahrzeug hier haben, den Kontakt zu halten, zu informieren. Wie weit sind wir dann? Haben wir alle Wünsche? Und ja, liebe Camper, euch fällt ja auch so manches ein. Und dann versuchen wir das dann auch nochmal zu realisieren. Ja. Und ich glaube, das macht es dann aus. Auf jeden Fall. Und wir haben ja euch, euer Geschäft hier, eure Firma, ja schon als Tipp weitergegeben. Wir sind ja oft in Dänemark unterwegs. Und wer da mal irgendwelche technischen Probleme hat, ne, ihr liegt ja hier so verkehrsgünstig an der Grenze zu Dänemark, An der A7, der kann hier gerne vorbeikommen. Eben, für die kleinen Probleme habt ihr hier immer Zeit, euch drum zu kümmern. Ne? Für diejenigen, die auf der Durchreise sind. Und Goldschmidt, wir haben ja auch einen Goldschmidt-Luftfeder uns einbauen lassen. Auch wir, lieber Frank, hatten ja einen Sonderwunsch. Wir wollten ja noch die Goldschmidt-Zusatzluftfeder haben. Ja, genau. Und warum haben wir es bei euch machen lassen? Weil ihr Goldschmidt-zertifizierter Partner seid. Genau, wir sind Premium-Partner von Goldschmidt und bauen
in den Fahrzeugen, die wir auch vertreten, die Anlagen gern ein. Wir machen jetzt die Einweisung. Ihr seht ja, was ich hier alles eingepackt habe. Später, wenn wir dann, wir wollen ja eine Nacht, haben wir im Schatten. Da drin, Bertha war schon total genervt, was ich alles eingepackt habe. Zwei Koffer, Rucksack, Taschen, Taschen, Taschen. Na gut, wir sehen uns im Schachtwolf. Danke. Ja, bis gleich, ihr Lieben. Ja. Du, ich fand das von dem Frank ganz klasse, dass der mit uns noch durch Flensburg gefahren ist. Auf jeden Fall, das war richtig schön und Flensburg ist eine tolle Stadt. Zu Handewitt. Wir haben uns dann, habe ich mir einen Einkaufszettel gemacht, weil ich habe ja keine Nahrungsmittel mitgenommen. Im Zug habe ich ja keinen Kühlschrank oder sonst irgendwas. Und was habe ich nicht mitgenommen, das haben wir uns dann besorgt. Ich habe natürlich auch ein paar Sachen vergessen, wie Zahnbürste und sonst irgendwas. So, und was mich die ganze Zeit beschäftigte, ein super tolles Wetter, so wie jetzt. Stühle, Tisch. Ach, ja gut, einen Tisch haben wir ja doch. Einen Tisch, ne? Haben wir. So, da wir nur eine Nacht haben, wir wollen nach Hannover, wir wollen ja möglichst schnell noch schon mal ein paar Sachen umbauen und uns optimieren, haben wir gesagt, wir machen eine Nacht, liegt für uns auf dem Weg von Handewitt oder Flensburg Richtung Hannover, Schachtholm an der A7, ist ja nicht weit und das Wetter genießen. So, keine Stühle. Dachten wir, na gut, vielleicht sind die beiden hier vom Platz da. Nein, die waren nicht da. Dann sind wir zum Kassenautomaten und neben den Kassenautomaten standen diese Stühlchen, ein bisschen vollgekackelt von den Schwalben, die da überall oben nisten. Das ist überdacht. Und da haben wir uns die geputzt mit dem Handtuch. Das hängt jetzt da. Und jetzt sehen die klasse aus. Stellen wir heute, wenn wir wegfahren, wieder zurück. Also ihr habt immer hier in Schachtholm Ersatzstühle. Wenn ihr mit Menschen, mit anderen Campern zusammensitzt und habt nicht genug Stühle, könnt ihr euch die auch holen. Also perfekt zum Wohnmobil abholen, Schachtholm, hier gibt's Stühle. Was kriegt man alles rein in zwei Koffer und was braucht man wirklich, um ein Wohnmobil abzuholen? Rein. Toller Tisch, nur ein bisschen immer vorsichtig, also dran essen geht nicht. Schuhe aus. So, Kaffee. Also eins haben wir ja schon festgestellt, man braucht 6 Paar Schuhe, ne? 6 Paar Schuhe Minimum, anders geht das nicht. Ja. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, als die heute Morgen hier alle standen. Ja, passte alles rein. 6 Paar. Ja. Ja, so sieht das sonst aus. Na gut, in Flensburg war es nicht ganz so warm wie wahrscheinlich jetzt in Mitte Deutschlands. Wir hatten 25 Grad. Ja. Ich kenne mich noch gar nicht mit den ganzen Lichtschaltern aus. Nee, wir müssen alles wieder lernen, ne? Ja, wir hatten zwar schon einen Hümer, aber alles welcher Schalter für welches Licht ist? Ja. So, wir waren stehen geblieben. Du wolltest erzählen, was man alles so braucht, ne? Was hast du denn dabei? Teekessel hatte ich im Rucksack. War am besten im Rucksack, weil das ist, sonst kann man nicht quetschen. Ich musste mich auf die Koffer draufsetzen, damit sie zugeht. Die Teekanne war drin. Dann habe ich, oh Gott, Schlafsäcke habe ich auch in die Koffer reingetan. Die sind sehr gut, die kann man ja richtig schön quetschen, rollen, machen, tun und geben nach. Wenn man sich draufsetzt auf dem Koffer, ne, dann geht er auch zu. Kissen haben wir nicht mit. Das musst du mal zeigen. Die Kissen, die hier waren ja noch die Originalkissen drin. Das wussten wir natürlich nicht vorher. Ja. Und wie wir das immer so machen, bei solchen Aktionen, ein bisschen Übung haben wir ja schon, zeig doch mal die aufblasbaren Kopfkissen. Ja, die sind gut. Also da hat Bertel ein bisschen aufgepumpt und man kann sie halt zum Verstauen. Oh, Kinders, ey. Und jetzt macht man es auf und jetzt drückt man und dann geht die Luft raus. Hier, ja. Auf diese. Und jetzt kann man sie... Genau. Wunderbar. Die hatten wir letztes Jahr bei Pelle und das ging gut, aber sie sind zum Schlafen ganz schön klein. 3 Bettlaken habe ich noch mitgenommen, ein paar Klamotten. Man schwitzt ja bei diesem Wetter und T-Shirts und passte alles super rein. Kulturbeutel mit dem Nötigsten, kleines Schminkentäschchen und was hatte ich denn noch alles drin? Ach ja! Noah, da sind doch noch Klamotten drin hier oben. Ja, ich weiß. Das hört doch gar nicht auf.
Hier ist was drin. Da ist was drin. Da hinten ist schon was drin. Hier ist auch was drin. Ja. Ein Schlauch hatten wir mit. Ja. Einen kleinen zum Wasser auffüllen. Brauchen wir aber nicht, braucht man nicht. Die in Handewitt haben uns betankt. Betankt. Mhm. Ja. Und ja. Kühlschrank. Ja, das haben wir eingekauft. Kühlschrank haben wir auch schon. Ja. Haben wir auch schon eingekauft. Ja. Ne? Ja. Melone sehe ich da unten. Ja. Aufschnitt. Tiefkühl. Was haben wir hier? Ich muss da das ist erst nichts drin. Ja, alles. Ach, ich dachte so Eis oder so. Nee, nein. Wir sind ja am Flugplatz hier. Da. Als Tipp für euch, wenn ihr nach, das Wasser kocht jetzt ein bisschen gleich hier, wenn ihr nach Dänemark fahren wollt, könnt ihr in Handewitt super einkaufen übrigens. Da gibt es Supermärkte, Apotheke, Banken und zack, nur runter, ja, Autohof und einkaufen und ab nach Dänemark. Wir haben in Rendsburg eingekauft, weil die haben in Rendsburg Westerrönfeld beim Rewe, die haben so eine schöne Salatbar, da konnten wir ein bisschen Nudelsalat, frischen Salat, Bockwürstchen. Ja, der Rewe ist gut, ne? Ja, mit der Abteilung, die haben so fertige ne? kleine, die brutzeln das selber. Hähnchenschenkeln, Frikadellen oder Buletten, die waren nicht so gut gestern. Und dann haben wir viel geschlafen. Was waren das denn gestern? Das waren nur noch Hähnchenkeulen. Habe ich erzählt. Ja, die fand ich cool. Ja, die waren gut. Mhm. Gut gewürzt. So, Kaffee. Ich habe meine Kaffeemaschine nicht mehr in den Koffer gekriegt, weil ich wollte sie nicht quetschen machen, tun die schöne. Und dann habe ich einen Espresso gekauft, intensives Aroma. Vorsichtig, der ist Der ist heftig. Der ist echt heftig, ja. So, fertig. Kaffee. So, jetzt rauscht das auch nicht mehr so. Ja, Kaffee darf natürlich nicht fehlen. Hier, guck dir das mal an, Nora. Die haben nur eine Kochstelle benutzt. Ja. 2600 Kilometer hat er. Ja. Da. So. Kann man das hier draufstellen? Wird das da nicht heiß? Nein. Das wird, nicht heiß? Nein. Okay. So. Mann. Nee, ist nicht. Na gut. Das eine wird nur ein bisschen, merke ich gerade hier. Ja, aber die Wärme geht doch darüber. Ist gut, besser gut, so. Gut. Wir haben alles durchgecheckt. Heizung, Herd, alles geguckt, funktioniert das. Ach, die waren sogar noch so nett, haben uns noch Gas mitgegeben. Gasfläschchen. Ja. Ja. Der 5 Kilo. Vielleicht noch mal ein paar Worte dazu, wie so eine Übergabe, Fahrzeugübergabe funktioniert. Da in dem Fall war ja eine schöne große Werkbank, wo wir das machen konnten. Da liegt erstmal ein Haufen Papiere. Das sind die ganzen Bedienungsanleitungen zu den verschiedenen Komponenten, die hier verbaut werden, wie Kühlschrank, wie funktioniert ein Kühlschrank, ein Herd und was man da alles so hat. Die Heizung und. Und auf der anderen Seite hast du dann die fahrzeugspezifischen Papiere. Der Sprinter, der war ja hier noch zum Mercedes-Benz. Der hat eine Inspektion bekommen. Und der Wagen ist ja über 2 Jahre, auch wenn er wenig gelaufen hat. Der hat jetzt erstmal auf dem Streckenzähler vorne, du hast so eine Wartungsanzeige von Mercedes, über 700 Tage, dann 720 Tage oder sowas steht da jetzt. Dann, das ist diese Anzeige, wann er zur Inspektion muss. So, dann hast du die Papiere Dichtigkeitsprüfung. Da gibt es auch einen Bogen drüber, da wird das angekreuzt. Wir haben uns das sogar noch zeigen lassen, wie das gelistet ist im Computer bei Hümer direkt. Da triffst du dann auf diese Anzeigen, wann das Fahrzeug die Dichtigkeitsprüfung abgelegt hat. Und so hat Hümer das dann auch hinterlegt. Also die Daten zu diesen Fahrzeugen, die sind also zu dem Hümer Wohnmobil, die sind bei Hümer genauso hinterlegt wie die Daten bei Mercedes für den Sprinter. Du hast da sehen können, wann der Hümer beim Händler war und was gemacht wurde. Da ist irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ein Plissé schon mal gemacht worden bei einem Händler. Das steht da alles vermerkt. Also das Hümer Wohnmobil hat genauso eine nachvollziehbare Historie bei Hümer in der Datenbank wie der Sprinter bei Mercedes. Und das ist dann für Lebzeiten. Du kannst das anhand der Fahrgestellnummern immer wieder abrufen, auch noch in 5 Jahren. Die Daten sind abgelegt. Ja, und nachdem wir dann den Papierkram gemacht haben, haben wir dann
mit Frank, dem Verkäufer dort, der uns den Wagen verkauft hat, zu dem wir auch einen sehr guten Kontakt dort aufgebaut haben. Mit dem wollten wir dann eigentlich durchs Wohnmobil, beziehungsweise der Frank wollte das und wollte jetzt jede Komponente abnehmen. Haben wir gesagt, nee, machen wir selber. Ich war hinten schon am Koffer einräumen, ne, mit den Zurschienen und Gurte hatten wir mitgenommen, damit wir die Koffer die Koffer Gurte. Hinten in der Garage fixieren konnten, hatten wir Spanngurte mit. Und Nora hat in der Zeit ist das Fahrzeug innen abgegangen, hat alles mal angestellt, ob alles funktioniert. Da konnte sich der Frank erstmal das Zeigen und Erklären dieser Komponenten ersparen, denn wir wussten ja schon gut Bescheid. Ne? So spät war es gar nicht. Halb zwölf waren wir dann abfahrbereit, noch Wasser drauf getan und es hat ein Mitarbeiter dann für uns erledigt und dann konnten wir endlich los. Ja. Hat 2 Jahre gedauert. Die längste Auslieferung eines Hümer Crossover. Ja, das stimmt. Das macht gar nichts. Oh, da kommt gerade ein Containerschiff. Oh ja, lass mal gucken. Ja, hier, da. Oi, das ist ja schön. Dann ist ja noch mal ein fettes Teil durchgefahren hier. Ich glaube, es geht noch ein Stück größer, ne? Ja. Der hat ich noch glaube, keine. 8 Geschosse. Insgesamt. Ja, 7 oder 8 waren das. Ja, wegen der Brücke. Die Brücke hat ja hinten einzelne Etagen und da kannst du dann sehen, wenn die 7 oder 8 haben, dann höher geht nicht. Mhm. Dann passen sie nicht mehr unter die Brücken durch Autobahn und Eisenbahn. Mhm. Kommt da noch was? Nee, war schon, als du gesprochen hast. Es ist wie Urlaub. Es ist echt ja, wie Urlaub. Ja, auch wenn es nur eine Nacht ist. Ja, ja. Und wir sind so happy, dass wir wieder unterwegs sind. Ja. Ja, wir bleiben ja nur kurz in Hannover. Ja, gut, ein bisschen Schrauben. Ne? Ohne. Ein bisschen ohne, Schrauben müssen wir noch. Ohne Schrauben geht das nicht. Ohne Schrauben geht das nicht. Ne? So. Okay, neue Tassen, ne? So. So. Mhm. Ach ja. Bad. Das ist ja für uns was ganz Neues. Das Bad. Ja, Schwenkbad, ne? Schwenkbad. Nora, ich habe mir das noch nicht mal angeguckt, wie das funktioniert. Du hast es gemacht. Wir wollen ja noch gar nicht zu viel verraten, weil wir machen ja irgendwann, wenn wir so ja. Stück für Stück, auf jeden Fall möchte ich erst noch ein bisschen umbauen und dann eine Roomtour machen. Wir wollen ja dann möglichst schnell nochmal losfahren und alles nochmal richtig genießen. Wie lange waren wir jetzt in Hannover? Wieder Dinge regeln und Rudi abgeben? Hm? 3 Wochen fast. Das kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Und sofern, 1,5 Wochen waren wir ohne Wohnmobil jetzt. Ja, und sofern wir im Wohnmobil sitzen, ist das alles vorbei. Wie weggeblasen ja, und. Das ist so. Oh, schön. Oh, schön. Aber Hümer. Hümer möchte seine Kunden bespaßen. Was hast du? Im Badezimmer. Okay. Okay. Ich finde es einfach klasse. Oh, hat nicht gehalten. Oh, Wasser. Ich brauche Wasser. So. Wir hatten ja schon mal den 580er. Und da lief es ab und zu mal ein bisschen schlechter ab. Und dann, wenn man Wasser eingefüllt hat mit Stöpselchen, man hat das wieder aufgemacht, da gab es Geräusche, die waren einfach ja, das war so. Oder was weiß ich. Hatten wir da im 580er. Hier im 570er Schwenkbad, pass auf, jetzt haben wir hier plätschert's. Ich find's herrlich. Ich will nicht mehr, ich mecker nicht. Nein. Ich find's herrlich. Hier, pass auf. Ich werde noch testen, wenn man hier Wäsche eingeweicht hat und man hat ein bisschen mehr Wasser drin. Also ich habe schon, wenn man mit Seife sich wäscht, kommt hier so ein bisschen Schaum hoch. Ja. Aber das macht alles nicht. Wir haben ja ein Schwenkbad. Ja. So, muss er hier rein. Und das dreht sich auf der Achse da. Das kommt hier rum. Hier, guck mal, das dreht sich auf, das, der das dreht sich auf dieser Achse hier. Genau. Und dann kannst du natürlich da unten beim Ablauf nicht eine feste Verbindung machen. Genau. Das geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ja, da bin ich mal gespannt, wenn ich da Wäsche gewaschen habe und auf einmal alles da rauslaufen lasse. Da bin ich mal gespannt. Ja. Ich testen. Aber ich finde ja Geräusche, finde ich witzig. Also ganz ehrlich, also mit den Gummis, das habe ich auch erst, aber das muss ich einfach erst mal leben mit den Gummis. Ja? Sie sind toll, weil was hat man in den Badezimmerschränken immer das Problem? Nach dem Fahren machst du einen Schrank auf, also bei mir war es jedenfalls immer so. Ja. Andere haben sich da toll, so Zwischeneinsätze habe ich gesehen. Bin ich irgendwie nicht der Typ, ich mag immer irgendwie, weiß ich auch nicht, wie ich das sage. Du, ich finde die Idee... Es hält gut. Ich finde die Idee ziemlich einfach, ziemlich ja. simpel. Ja. Das kann auch jeder nachbauen.
Du hast hier zwei Spanngummis. Ja. Und die mit einer Halterung rechts und links. Das kann man sich auch selber bauen. Das Fach an sich ist ja größer. Das geht ja bis hier vorne, ne? Ja. So, aber jetzt kannst du, guck mal, das geht ja, du kannst ja bis hier vorne ran, ne? Mhm. Jetzt hast du ein Gummi. Das Gummi drückt die Gegenstände hinten an die Wand und verspannt die. Yeah. Und dann klappert das auch nicht, ne? Nee. Und es fliegt nicht durch die Gegend. Ja. Na gut, das ist das Bad. Da kann ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Jetzt haben wir erstmal eine Toilette. Mit der kann man erstmal durch die Gegend fahren. Wir werden uns eine Trockentrenntoilette einbauen. Die steht schon in Hannover seit 2 Wochen. Und wir sagen schon immer ganz spaßig, sieht aus wie ein Brotbackautomat. Ja, da steht unser Brotbackautomat. Sie ist ja noch unbenutzt. Sie steht da auf einem Tisch und wir sind jetzt die letzten 2 Wochen immer dann dran vorbeigegangen. Ja. Und wirklich sieht aus wie ein Brotbackautomat. Lustig. Passt hier rein und mal gucken, wie wir das da einbauen. Ach, das sind noch so viele Fragen offen. Ja, wir klar. Wissen noch nicht, welche Farben, Teppich oder nicht Teppich. Ja, das muss man erst mal leben und dann kommen die ganzen Ideen und ja, aber das, man hat ja, das ist ja das Schöne hier an dem Fahrzeug, einsteigen, losfahren, alles drin, alles dran. Genau. Und das ist der Crossover. Ja. So. Jetzt habe ich gepupst. Das macht nichts. Ja, neue Tassen möchte ich auf jeden Fall auch mal haben. Und mit Farben, wie man mit Farben jetzt hier umgeht, das weiß ich alles noch nicht. Ja, Nora ist ja ganz enttäuscht, ne? Sie hat hier beim Discounter irgendwo diese Handtücher bei Real gekauft. Real gibt es nicht mehr bei uns. Ja. In Hannover. Und jetzt bekommt sie die nicht mehr. Nee. Deine Lieblingsfarbe, kann man das so sagen? Orange. Orange. Ja, ich mag Orange. Ein bisschen dunkler noch, Terrakotta in die Richtung gehen, mag ich total gern. So, auch so erdige Farben. Und auch so diesen Rostrotton. Also, da stehe ich drauf. Ja. Viele Ideen werden wir hier noch umsetzen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Auf und jeden Fall. Tipps und Tricks für alle Camper. Eben. Ne? Die sind da mit bei. Ne? Eben. Heute waren ja schon mal die Gummis im Schrank. Und dann schauen wir einfach mal, was wir hier draus machen. Ja. In diesem Sinne, habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Bis die Tage. Tschüssikowski. Tschüss. Ach, Mensch. Das muss ich noch. Hast du was vergessen? Ja, gestern Abend, so in der Dämmerung, so kurz bevor es richtig dunkel ist, hier ja. In Schachtholm, da kommen so viele Fledermäuse, das ist echt der Hammer. Ja. Und sind, wir haben denen richtig zuschauen können, wie sie die Mücken hier, ne, die Mücken, das sind ja richtige Mückenschwärme vor den Türen, vor den Fenstern, das kennt ihr ja sicherlich. Ne? Ja, da flog auch hin. Die, nein, das ist so eine kleine Fliege. Das ist keine Mücke? Okay. Nee, das sind diese kleinen Fliegen, die überall durchkommen und sich gerne mal hier dann, weißt du noch, bei ja. Pippi war das ganz stark, da waren überall diese kleinen Viecher drin. Ja, da darfst du auf keinen Fall, wenn du die im Auto hast, das ist auch noch ein Tipp. Du, dann solltest du dein Panel hier oben von der Truma möglichst nicht anmachen, weil wenn du es anmachst, dann geht das Licht an und dann fliegen diese kleinen Tierchen, die kriechen hier zwischen die Scheiben ja. Von dem Display. Der Display-Beschichtung und einer Scheibe und dazwischen ist ein Hohlraum. Da kriechen die rein und dann bekommst du, na, die ist vorne drauf. Und dann bekommst du hier lauter dunkle Striche drauf von den Tierchen. Das war alles tot. Dann wird aus 18 Uhr 20 Uhr so ungefähr, ja. Ist uns einmal passiert. Ne? Ja. Na gut, wir bleiben noch ein bisschen, genießen die Sonne und dann geht's zurück nach Hannover. Kommt denn noch ein Schiff? Nee. Jetzt ist gerade Pause. Pause. Kein Schiff? Kein Schiff. Na gut, dann kann ich ja mal in Ruhe einen Kaffee trinken. Ne? Genau. Kein Schiff. Nein. So, ihr Lieben, da kommt nichts. Kein Schiff. Aus, vorbei. Schluss für heute.